Diesel und Panzerstahl. Mit dem Diesel-Doppeltraktionsmonster der Baureihe 218 und dem Panzerbataillon 294 geht es heute zum Truppenübungsplatz Hammelburg. Es ist Mittwoch, der 9. März im Jahr 2005. Nach einem deutsch-französischen Manöver in Immendingen bricht das Panzerbataillon 294 zum Truppenübungsplatz Hammelburg in Oberfranken auf. Sie übernehmen bis Hausach den ersten der beiden Militärzüge, beladen mit 8 Kampfpanzern. Der gerade von einer Rangierlok auf Gleis 4 geschoben wird. Ihre Maschinen sind zurzeit kalt abgestellt, die Silberlinge vor ihnen gehören zum zweiten Zug und werden gleich von einem Kollegen übernommen. Rüsten Sie die Lokomotiven auf und fahren Sie los, sobald Ihre Wagen auf Gleis 4 angekommen sind und der Weichenbereich vor ihnen frei ist. Kuppeln Sie die Wagen an und lassen Sie die Soldaten und Feldjäger in die Begleitwagen einsteigen. Ja, du hast gehört, es ist heute ein militärischer Auftrag, den wir gemeinsam fahren werden. Und zwar haben wir die 218 in Doppeltraktion. Einmal die Lokomotive 218-443-0 und zum anderen die Lokomotive 218-011-5. Ja, beide Lokomotiven werden jetzt von uns aufgerüstet und hier im Nebengleis, da rollt auch schon wahrscheinlich unser Panzerzug, beziehungsweise allgemein unser Zug beladen mit Militärgut. Es dürften Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 sein. Dann natürlich sämtliche Wagen, die für die Bundeswehr heute hier abgestellt wurden, beziehungsweise halt rollen. Wir haben den Militärgut Aufkleber, sag ich mal, an der Seite dran. Und ja, mit diesen Schwerlastwagen befördern wir heute die Kampfpanzer entsprechend zum Zielort. Ja, vor uns, da rollt auch schon der Zug mit den Silberlingen. Und ich sehe auch gerade dort hinten, da steht sogar noch der Feldjäger. Ja, die begleiten natürlich solche Einsätze immer. Egal ob im Inland oder Ausland. Feldjäger-Notruf auch nochmal draußen aufgeschrieben. Ein Fahrzeug von der Bundeswehr. Ja, bin ich mal gespannt, wo uns das heute hinführen wird. Hoffentlich nicht in den Krieg. Nee, das definitiv nicht, denn wir rüsten zuerst einmal die Lokomotive auf und bleiben natürlich auch mit unserer Lokomotive innerhalb der deutschen Grenzen. So, Batterie einschalten, dann im nächsten Schritt Fahrtrichtungssender in die Vorwärtsstellung. Dann starten wir Motorengruppe Nummer 1. Und Motorengruppe Nummer 2. So, zuerst sollte die hintere Lokomotive anspringen. Hier oben sieht man auch schön die Abgasfutzen. Ja, der Motor startet hinten an der Lokomotive. Wunderbar. Damit ist die Nummer 1 aktiv. Und die Nummer 2, die läuft auch. Das Licht knipsen wir natürlich auch noch an, denn ohne das werden wir nicht gesehen. Beziehungsweise es ist gerade 8 Uhr am Morgen, also wenn die Kollegen frisch und munter sind, dann sollten sie uns auch sehen. Das Licht hier drin einschalten, dann nochmal den Fahrtrichtungssender in die Neutralstellung. Wir schalten uns die PCB an und wechseln an der Stelle in die untere Zugart. Wir haben heute eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Und wenn wir die untere Zugart eingestellt haben, geht der Fahrtrichtungssender auch wieder in die vordere Stellung. Wunderbar. Die 55 leuchtet. Wir brauchen unseren Ebuda-Fahrplan. Konstanz-Villingen als Strecke. Und wir fahren heute von Immendingen aus. Ui, was kommt denn da entlang gezischt? 140er wahrscheinlich. Mit einem EOS-Güterzug. Ja, von Immendingen aus geht's heute Richtung Villingen und von Villingen aus dann weiter nach Hausach. So, der Fahrtrichtungssender ist nach vorne eingestellt, die Bremsen sind wahrscheinlich gelöst, genau. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz hier unten hin bei der Getriebeumschaltung. Wir brauchen nämlich heute den Langsamgang. Der wurde bei der ersten Lokomotive eingeschaltet und durch die Wendezugsteuerung hat es auch die zweite Lokomotive erfasst. Wunderbar. Gut, dann können wir die Klappe zumachen. Bremsstellung P stimmt auch. Mal ganz kurz gucken. Die Übertragungsleitungen hängen jetzt hier zwischen den Lokomotiven nicht. Okay.
Ja, das scheint im Simulator hier nicht von Relevanz zu sein. So, dann würde ich mal sagen, brechen wir an der Stelle auf und los geht's. Ja, der Zug mit den Silberlingen hier vorne, der rollt auch schon los. Ja, und normalerweise müssten wir halt warten, bis dann dort vorne das Signal auf freie Fahrt umspringt. Aber ich bin jetzt hier mal so frei und ziehe mit der Lokomotive nach vorne. Oder mit den Lokomotiven, muss man ja sagen. Das Wetter spielt heute auch mit. Ein sonniger Frühlingstag. Und hier hinten nochmal ganz kurz, um das zu zeigen. Auch nochmal Feldjäger, dann die Panzer hier hinten. Direkt nochmal die Verladung. Und dort auch nochmal ein Feldjägerfahrzeug. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Feldjäger sind quasi so eine Art Militärpolizei und haben halt Befugnisse im Rahmen der deutschen Bundeswehr. Die kommen zum Einsatz, wenn es um irgendwelche Spezialtransporte geht, um diese halt abzusichern, wenn irgendwelche hochrangigen Staatsmitglieder empfangen werden oder von einem Punkt an den anderen müssen, dann kommen die als Begleitschutz dazu. Sie haben auch Befugnisse, wenn sie Einsätze im Ausland fahren, zum Beispiel bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. Da war auch die Feldjägereinheit der Bundeswehr im Einsatz. Oder aber auch allgemein, wenn halt zum Beispiel in der Kaserne irgendwo was geklaut wird, gemobst, dann darf die Militärpolizei an der Stelle ermitteln. Na, der Kollege meldet sich bei uns. Okay. Dann drücken wir auch mal aufs Horn. Ihr Kollege hat den weichen Bereich geräumt. Sie können nun langsam losfahren. Alles klar. So, mit B2B Befehl 40 geht's hier am Gleissperrsignal vorbei. Nee, doch nicht. Das Signal hat umgeschalten. Also ohne extra Befehl am Signal vorbei. Und ja, die Feldjäger-Truppe der Bundeswehr ist dann quasi nicht als direkte Soldaten, sag ich mal, im Einsatz, sondern die haben halt mehr so polizeiliche Aufgaben. So ein bisschen Personenschutz hängt da auch mit drin. Das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sie halt gerade eingesetzt werden. Ich würde mal behaupten, gerade im Inland, wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Kriegssituation oder ein Ausnahmezustand herrscht, dann haben sie halt eher so Polizeibefugnisse auf militärischer Basis. An der Stelle sei auch noch genannt, dass die Militärpolizei keinerlei Befugnisse gegenüber normalen, Bürgern der Bundesrepublik Deutschland hat. Es sei denn, sie befinden sich auf militärischem Sperrgebiet oder ähnlichen militärischen, Gebieten, Einrichtungen und so weiter und so fort. Und im Ausland sind sie dann halt mehr oder weniger in so einer Art, schon leicht soldatenähnlichen Einsatzfunktion anzutreffen. So. Auf die Feldjäger werden wir im weiteren Verlauf des Videos sicherlich nochmal eingehen. Wir wollen aber zuerst einmal hier unsere Lokomotiven abstellen kurz, die Fahrtrichtung wechseln. Dazu einmal aus der Lokomotive rausgeklettert. So, zur Tür. Stufen runter. Auf die andere Seite rüber watscheln. Und dann können wir loslegen. Auch nochmal ein paar Prüfblicke auf die Lok werfen. So, die V60-Lokomotive kommt hier vorbei gezischt. Als 361 ist sie gekennzeichnet hier. So, Tür auf und rein mit dir. Zack, und einmal hinsetzen. Hier im Führerstand angekommen, schalten wir uns die Instrumentenbeleuchtung ein, knipsen das Führerstandslicht ein. Fahrtrichtungswende bleibt kurz noch in der Stellung. Wir
nehmen einfach nur ganz kurz hier mal die PZB in Betrieb. Fahrtrichtungssender nach vorne. Kann jetzt mal ruhig ausnahmsweise obere Zugart bleiben. Ebola einknipsen und los geht's. Nein, nein, nein. Leistung auch hier einschalten. Und dann geht's los. Auch hier möglichst als, ja, Rangierfahrt wahrscheinlich unterwegs. Also wir bleiben bei VMAX 25 ungefähr. So, die Gleissperrsignale hier vorne gelten alle nicht für uns. Und die weichen Laternen weisen uns hier den Weg. Ja, dort hinten, wo es blinkt, da steht der nächste Feldjägertrupp. Also die begleiten auch heute wahrscheinlich die gesamte Fahrt hier. Die sichern unseren Transport ab, wie gerade eben auch schon erwähnt. Das einzige Mal, wo ich Feldjäger gesehen habe, das war in Berlin, in der Nähe vom Bundestag. Da wurde auch irgendein hochrangiges Staatsmitglied von denen eskortiert. Könnte irgendjemand von der NATO gewesen sein oder ein Bündnispartner. Auf jeden Fall irgendein Staatsmitglied. So, wir wollen es nicht übertreiben. VMAX 25 reicht hier erst einmal. Und vielleicht sollte man an der Stelle auch noch erwähnen, die 218er, egal ob in Einzel- oder Doppeltraktion, sind, wenn sie alleine fahren, relativ schlecht zu bremsen. Und deswegen fangen wir hier auch mal ein ganzes Stückchen früher an mit dem Einleiten der Bremsung. Siehst schon, wir sind hier wirklich bei 3 Bar und die Lokomotive, die rollt hier, als gäbe es keinen Morgen. Wir bringen auch die Lokomotive möglichst nochmal vor dem, ich sag mal, Dranstoßen an den Zug zum Stehen. Oh, schön. 189 nochmal. Mit Herr Willens wahrscheinlich von Rail Cargo Austria. So. Die Lokomotive steht. Und dann ganz langsam ran. Die andere Lokomotive da drüben ist auch schon aktiv. Die haben ja, glaube ich, gerade beide gemeinsam schon den Zug hier drüben in das Gleis reingedrückt. Die 361 hat ja hier wirklich nur kurzzeitig unsere Wagen hier dran geschoben. Genau. Das waren dann die Puffer von dem Wagen vor uns. Ganz kurz nochmal Leistung aufschalten, um die Puffer kurz zu stauchen. So, das sollte reichen. Na? Okay. Motordrehzahl geht wieder runter. Ich dachte jetzt nicht, dass sich hier die Lokomotive selbstständig macht. Okay, dann Fahrtrichtungssender kann so bleiben. Wir steigen an der Stelle ganz kurz mal aus. Zack. Einmal runterklettern. Und dann winden wir uns zwischen den Puffern unten drunter durch, verbinden die Luftdruckschläuche und hängen die Kupplung ein. So, nachdem das getan ist, müssen wir die Bremsprobe durchführen. Dazu wieder einsteigen, rinnen in die Lokomotive, hinhocken und auf mindestens 4,2 bar den Hauptluftleitungsdruck anheben. Lokbremse an der Stelle lösen. So, lösen Sie nun die Bremsen, heben Sie dazu den Druck in der Hauptluftleitung auf 5 bar an. So, jetzt sollten Sie lösen. Die Bremsen funktionieren, die Bremsprobe war erfolgreich. Sie können nun abfahren. Beachten Sie, dass für Ihren Zug eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde gilt und PZB Zugart U. Alles klar. So, hier blinkert es schon ganz schön wild im Führerstand, ist aber gar kein Problem. An der Stelle wechseln wir den Führerstand. So, sitzen wir da vorne drinne. Und das Geblinkere kommt hier sicherlich von der Militärpolizei.
Genau. So, dann können wir abfahren. Wenn wir hinten die Feldjäger haben einsteigen lassen. In Immendingen hier auf Gleis 4 ist noch schnell der Zustieg. 8.11 Uhr haben wir es gerade und die eigentliche Abfahrt war geplant für... Ah, steht keine Zeit drin. Wunderbar. Das sind mir die liebsten Fahrpläne. So, Immendingen haben wir und dann geht's für uns in aufsteigender Richtung wahrscheinlich. Gen Geisingen, Donaueschingen, genau, Villingen. Ja, das ist die richtige Richtung. Okay. So, noch kurz hier den Zug sichern mit der Lokbremse. Die Türen hinten haben sich geschlossen an den Silberlingen. Wir gucken uns auch gleich den Zug nochmal ganz in Ruhe an. Aber jetzt müssen wir erstmal abfahren. Raus hier aus Immendingen. Ja, langsamer Gang ist auch drin. Weil wir, wie gesagt, eine Höchstgeschwindigkeit von 100 haben. So, maximal in die Fahrstufe 12 aufschalten. Für die ersten paar Kilometer pro Stunde. Bis 10 und dann geht es bei 15 bis Fahrstufe 15 ungefähr. Und ab 20 kann dann hochgeschaltet werden, wie wir es jetzt schon getan haben. Genau, wir beschleunigen erstmal auf 60. Okay, Schachbretttafel heißt für uns das Signal, das Hauptsignal steht nicht in oder rechts vom Gleis. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Boah, ist das nicht ein richtiger Klopper? Also der Zug wiegt bestimmt, naja, an die 2000 Tonnen, würde ich sagen. Wir können doch auch eigentlich irgendwo so eine Informationsabfrage starten bei den VR-Lokomotiven. Aber die finde ich jetzt gerade nicht. Na gut, hier sind dann theoretisch 130 zugelassen und wir fahren dann mit VMAX 100 über die Strecke. Ja, ich hatte versprochen, wir schauen uns den Zug an. Und zwar haben wir zwei Silberlinge. Darin sind halt die MPs, also die Militärpolizei, die Feldjäger drin und begleiten unseren Transport. Sicherlich auch einige Soldaten, die dann halt entsprechend die Leopard 2 Panzer fahren könnten. Hier sieht man auch sehr, sehr schön, die Kanonenrohre sind entsprechend der Fahrtrichtung nach hinten gerichtet und auch nochmal schön mit Spanngurten fixiert, sodass sich die Geschütztürme während der Fahrt nicht verdrehen können. Weil es hätte verheerende Folgen, wenn sich dann zum Beispiel bei der Fahrt so ein Geschützturm hier jetzt einfach mal in Fahrtrichtung nach rechts drehen würde, dann würden hier reihenweise die Masten umfallen, ähnlich wie beim Domino. Und so ein Panzer ist ja schon ein relativ robustes Fahrzeug, muss man ganz einfach sagen. Dafür kommt ja auch der Name Panzer zum Einsatz. Da halten die Masten sicherlich nicht stand. Ja, und als Wagen haben wir diese, ich glaube, SLMPS-Wagen. Ich sehe jetzt auch gar nicht nochmal die Bezeichnung an der Seite. Auf jeden Fall sind es Militärgutwagen. Und die sind speziell für solche hohen Lasten wie die Panzer eben ausgelastet. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das Panzerbataillon 294 heute rechtzeitig in Richtung Hammelburg, ne? Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Jedenfalls zum entsprechenden Ort bringen. Am Anfang wurde es doch extra nochmal gesagt. Schade, das steht jetzt auch nicht nochmal in der Einweisung mit drin. Ich glaube, es war Hammelburg. Naja, so viel kann ich sowieso nicht an der Fahrtrichtung ändern. Dafür ist die Fahrdienstleitung zuständig. Ich fahre nun nach den Signalen, respektive nach dem, was in unserem Fahrplan drin steht. Unser Fahrplan geht heute von Immendingen bis Villingen. Ab Villingen fahren wir dann ohne Fahrplan, weil für den Streckenabschnitt der Schwarzwaldbahn auf dem eigentlichen Steilstück dann quasi keine Daten mehr als EBUDA vorliegen.
So, die 100 hätten wir auf dem Tacho. Ja, wieso habe ich den Langsamgang vorhin eingeschaltet? Ganz einfach. Im Langsamgang haben wir bei der Baureihe 218 die Möglichkeit, Geschwindigkeiten von bis zu 100 km pro Stunde zu fahren. Jedoch hat die Lokomotive beim Langsamgang die Möglichkeit, in der obersten Fahrstufe nur, ein besseres Übersetzungsverhältnis zu wählen, sodass der Lokomotive mehr Leistung, in Anführungszeichen, zur Verfügung steht. Somit kann die Lokomotive schwerere Lasten einfacher befördern, hat aber durch diese Übersetzung eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit. Man muss auch dazu sagen, bei einer Einzeltraktion von 218er Lokomotiven ist es relativ schwierig, dann auch bei höheren Lasten eben diese hohen Geschwindigkeiten, oder na gut, 100 km pro Stunde ist jetzt nicht viel, was Eisenbahnen angeht, aber es ist schon eine durchschnittlich hohe Geschwindigkeit. Um diese halt aufrechtzuerhalten, bedarf es wirklich ziemlich viel Treibstoff. Und dazu ist dann meistens auch die Lokomotive eben dauerhaft in einem hochbelasteten Modus. So, hier sehen wir nochmal die Feldjäger. Auch das ganz normale Tatütata, wie es die Polizei hat. Das Martinshorn. Und Blaulicht. Ja, für uns heißt es heute sicherlich öfters mal auf- und abschalten zwischen der Fahrstufe 13, 14 und 15. Denn mit denen haben wir mehr oder weniger die Kontrolle darüber, ob wir eben 100 km pro Stunde fahren, ob wir etwas schneller fahren oder etwas langsamer. Denn wir brauchen wirklich ziemlich viel Leistung, gerade bei so einer hohen Masse, die da hinten dran hängt. Ich will gar nicht wissen, was ein so ein Leopard 2 Panzer alleine wiegt. Dann nochmal das Wagengewicht dazu. Der Rollwiderstand. Das ist schon einiges. So, was haben wir hier Schönes? Einen freundlichen Kollegen auf jeden Fall. In der 140er. Und das sogar im Doppelpack. Container hinten drauf von Maersk. Und so weiter und so fort. Na, die 100 hält sie jetzt richtig zuverlässig und das sogar in der Fahrstufe 14. Gefällt mir. Man muss auch sagen, die Getriebeübersetzung ist unterschiedlich in der V160er Familie. Ich dachte nämlich zum Beispiel bei den Lokomotiven der Baureihe 215 erfolgt diese Umschaltung unmittelbar am Getriebe. Bei den 218 in der eigenen Baureihe gibt es wieder unterschiedliche Varianten. Ich dachte, es sind insgesamt 4 Stück, die als grobe Unterkategorien, Versionen, Generationen der Lokomotive bekannt sind. Und sowieso, ich würde behaupten, die V160-Familie zählte lange Zeit, gerade im Bereich der Deutschen Bundesbahn, zu den am stärksten vertretenen Diesellokomotiven. Sowohl im schweren, mittelschweren und Reisezugdienst. Also schweren und mittelschweren Güterzugdienst und im Personen- und Reisezugdienst. Die Trafumschaltung ermöglichte dann nämlich die höheren Geschwindigkeiten. Ja, gerade für die Personenzüge war das eben von Vorteil. Sie wurde ja auch lange Zeit vor Intercity-Zügen eingesetzt. Unter anderem auf der Marschbahn, also zwischen Nibel und Westerland. Das würde mir jetzt auf jeden Fall als Einsatzgebiet einfallen. Dann definitiv im Süden Deutschlands, sprich Allgäu, im Bereich Lindau, München. Das ist auf jeden Fall eine Hauptmagistrale gewesen, wo man die Lokomotiven immer antreffen konnte. Im Odenwald wurden die Lokomotiven eingesetzt, also eigentlich im gesamten Bundesgebiet, auch nach der Wiedervereinigung, respektive dem Beitritt der DDR zum Grundgesetz der BRD. Züge sind auch von Frankfurt aus nach Bebra, Eisenach, Erfurt gefahren. In Erfurt war meistens dann Schluss, also gerade den neuen Grenzübergang,
Den hat man relativ oft auch mit 218er bespannt. Und ja, die Lokomotiven sind heutzutage hauptsächlich bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen anzutreffen. Seien es irgendwelche Baugruppen, auch die Bahnbaugruppe selbst, genau, die hat auf jeden Fall auch 218er. Die Firma Wiebe, die hatte sogar seinerzeit eine spezielle Version der V160er-Familie, wobei man sagen muss, das ist schon ein wahrlicher Exot bzw. ein Prototyp, nämlich die sogenannte V320-Lokomotive. Das ist quasi eine 215, 216, 217, halt nur mit zwei Motoren, mit einer extremen Überlänge und einer unglaublichen Menge an Power. Das ist wirklich der große Bruder dieser Lokomotivserie. Quasi der Papa oder die starke Mama der V160er. Und ja, Exoten gab es in der V160-Familie einige, so unter anderem die eigentlichen Urlokomotiven der V160-Familie, nämlich die V160 bzw. auch als, ich glaube, 250 mittlerweile gekennzeichnet, die sogenannte Gina Lollo Brigida, welche den Spitznamen Lollo erhalten hat. Die hatte eben eine, ja, ich sag mal, rundliche Kopfform, diese Lokomotivreihe. Das waren aber wirklich nur die Prototypen. Die waren dann quasi hier vorne nicht so abgekantet. Damals erschien dieses kantige Design halt relativ modern. Nein, die V160er, die hatten wirklich vorne so eine runde Schnauze dran. Und das kam halt, ja, dem damaligen Model, sag ich mal, Gina Lollo Brigida, sehr, sehr ähnlich, weshalb man diese Lokomotive eben auf ihren Namen taufte. Es ging relativ klar einher mit der Oberweite dieser Dame. Daher kommt dieser Spitzname. Ja, und die eigentliche Ausführung war halt in der Prototypenvariante rundlich. In der Serienfertigung dann der 215er, 216er, 17er und 18er waren das dann eben diese kantigen Formen, einfach weil diese kantige Form gegenüber der runden Form viel einfacher zu fertigen war. Die Kosten waren um ein Vielfaches geringer, diese Lokomotiven kantig auszustatten, als dass man eben diese Frontpartie rund gestaltet. Es war wirklich rein ein Kostenfaktor, der eben dazu geführt hat, dass die heutigen V160er in Serienproduktion so kantig und durchaus neumodisch sind. Das Einzige, was von der V160 als Prototypenlokomotive übernommen wurde, war der sogenannte Frontgrill. Das ist diese, ja, silberne, ich sag mal, Blende hier, wo auch die Beleuchtung mit drin steckt. Und dann hier vorne eben dieser, ich sag mal, Lufteinlass. So, hier mal ein bisschen auf die Signale gucken. Freie Fahrt und dann dort vorne, ja, die 80. Die müssen wir einhalten. Und wenn wir Glück haben, können wir hier direkt die Geschwindigkeitsüberwachung ausnutzen. Ja, zu unserem Glück. Der GPA ist nicht aktiv geworden. Jetzt hier die Durchfahrt in Donaueschingen. Und heute werden die Lokomotiven der 218er Serie ja auch immer mehr bei der DB ausgemustert. Mittlerweile sind sie halt hauptsächlich vor irgendwelchen Bauzügen, auch bei der DB noch anzutreffen. Und wir sind viel zu schnell gerade. Genau. Zuerst wurden sie bei der Deutschen Bahn im Personenzugdienst ausgemustert, wurden dann zur DB Cargo teilweise verschoben. Einige Lokomotiven, die wohl, ja, sich auch am längsten gehalten haben im aktuellen Plandienst, waren die Lokomotiven auf der
Insel Sylt vor dem sogenannten DB-Autozug, wo eben dann von Westerland aus mit dem Autozug über den Hindenburgdamm nach Nybel gefahren wurde, was wir sicherlich auch im Train-Simulator nochmal nachstellen werden, mit der VR-Lokomotive hier. Dein Einsatzgebiet war auch unter anderem die Strecke zwischen Ulm und... Ach, wohin ging es da? Ich glaube Richtung Augsburg. Auf jeden Fall ging es mit der Lokomotive auch oft über die Geislinger Steige. Dort waren die Lokomotiven vor internationalen Reisezügen auch anzutreffen. Eurocities wurden bespannt, genauso wie Interregio und Intercity-Expresszüge. Intercity-Expresszüge speziell dann, wenn diese Lokomotiven nämlich als Abschlepploks zum Einsatz kamen. Zum Beispiel erhielten hauptsächlich Doppeltraktionen der Baureihe 200. War das 218 oder war das 225? Eine der beiden Lokomotivserien erhielt in einigen Depots noch einen Standplatz. Und zum Zwecke des Abschleppens wurden diese Lokomotiven mit Automatikkupplungen ausgerüstet, damit sie eben liegen gebliebene ICE1, ICE2 und was weiß ich nicht alles für ICE-Garnituren abschleppen können und konnten. Denn bei den ICEs haben wir schließlich keine normale Schraubkupplung vorne dran, da benötigt es halt immer einen Adapter. Und deswegen hat man direkt gesagt, gut, man stellt die Lokomotiven an irgendwelchen Bahnwerken, hauptsächlich halt in der Nähe von Neubaustrecken oder ICE-Trassierungen auf. Und dort haben sie die dann abgestellt und wenn halt der ICE liegen geblieben ist, sind diese Lokomotiven ausgerückt zum Ankoppeln und haben sie dann in den nächsten nahegelegenen Bahnhof geschleppt. Dort konnten dann die Personen aussteigen, entsprechend auf andere Personenzüge, umverteilt werden, gegebenenfalls natürlich auch in Reisebusse und so weiter. Aber der Zug hat dann halt mit den Lokomotiven vorne dran noch seine Reise ins Ausbesserungswerk angetreten. So. Ich habe mich ein bisschen verquatscht, deswegen nicht hier auf die aktuellen Geschwindigkeiten geachtet. Wir sind im Bereich 95 und da dürfen wir 130 fahren. Genau. Können schon umschalten. Sind dann auch gleich in Villingen. Und bis Villingen durch, ziehen sich die 130. Okay. Ab Villingen dann ist wie gesagt Schluss. Dann kommen hier die Platzhalter. Na komm. So. Sehr interessant sind natürlich auch die verschiedenen Farbkleider der Lokomotiven. Wir fahren aktuell in dem Standardfarbkleid der DB AG herum, das allseits bekannte Verkehrsrot. Es gibt die Lokomotiven nämlich auch noch in TEE-farbener Lackierung, also sprich ein dunkles Weinrot gemischt mit einem Beige. Wir haben die ozeanblau-beige Variante. Es gibt als Sondervariante die Lokomotivgarnitur im Touristikzugdesign. Da haben wir die 218-416. Die hat diese Sonderlackierung erhalten und es gibt noch eine andere Lokomotive, in Touristikzuglackierung, bezogen jetzt auf die 218er Serie. Abseits der 218er Serie existiert da auf jeden Fall noch die 103-220-0, welche ebenfalls den farbenfrohen Lackierungen des Touristikzugs ausgesetzt wurde. Die 103-220-0 hat unter anderem auch den Spitznamen Paradiesvogel oder Blümchenwiese bekommen. Der Spitzname Blümchenwiese wurde parallel dazu auch auf die 218er in Touristikzuglackierung angewandt. Ziemlich besonders war das Farbkleid der Hagener Lokomotiven, welche auch im S-Bahn-Dienst eingesetzt wurden und dafür speziell den Namen Citybahn
erhielten. Das war ein Anstrich, der aus einem lichtgrauen Anstrich in Kombination mit Orange bestand, aber wirklich auch ein knalliges Orange. Und diese Lokomotiven wurden halt im BW Hagen stationiert und dort für S-Bahnen, sag ich mal, oder als Citybahn im entsprechenden Umfeld genutzt. So, die 189er mit Fallenswaggons. Und wir werden hier wieder ein bisschen zu schnell. Einen weiteren Exoten stellt unter anderem die 218er in der Udo-Lindenberg-Lackierung dar, mit der Aufschrift Zug nach Pankow. Diese Lokomotive wurde beim, ich sag mal, relativ bekannten Grenzübergang eingesetzt. Damals, als ich 1989? Gute Frage. Wann war der Mauerfall genau? Auf jeden Fall 89 in der Drehe, in den Jahren, wurde die Lokomotive eingesetzt, um quasi den ersten Zug von Ost- oder von Westdeutschland aus nach Ostdeutschland reinzufahren und dann entsprechend in Berlin, ja, Richtung Pankow. Dort hat man dann auch feierlich eine, ja, Mauer durchstoßen, die eben aus so Pappe oder ähnlichem bestand. Es war richtig feierlich, diese Aktion. Mich ärgert es gerade, dass ich das Jahr des Mauerfalls nicht aus dem Kopf weiß. Na gut, sei es drum. Jedes Datum muss man sich auch nicht merken. Nee, aber bei der 218er Familie, da gibt es wirklich einiges drüber zu erzählen. Gerade auch die unterschiedlichen Lackierungen. Es gab auch noch eine Lokomotive, die wurde, ich glaube, im König Ludwig war das, Design lackiert. Auf jeden Fall war das eine elfenbeinblaue Lokomotive, die hauptsächlich in Bayern anzutreffen war. Dieser farbliche Exot wurde auch sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne von Trainspottern fotografiert. Die Lokomotive sieht auch richtig geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Dann bekamen außerdem noch die Lokomotiven bei DB Autozug, speziell die für die Marschbahn eingesetzten Lokomotiven, ein entsprechendes Logo an der Seite. Das war dann quasi so ein Abbild und Luftbild der Insel Sylt. Villingen im Schwarzwald, genau. Und hier endet dann unser eigentlicher Fahrplan, zumindest für den heutigen Tag. Und hier drüben sehen wir nochmal die 218-365 in der ozeanblau-beigen Lackierung. Ja, steht gerade an der Dieseltankstelle und wartet auf neuen Treibstoff. So, nächster Halt dann für uns Hausach. Und wie ich sehe, haben wir hier auch überall Durchfahrt. Kein haltzeigendes Signal bisher. Na, wahrscheinlich liegen wir auch ein bisschen zurück im Fahrplan. Ich quassel heute ganz schön viel. Mich würde mal noch interessieren, ob die Dachlüfterstütze aufgegangen sind. Ja, das sind sie. Jetzt können wir hier nämlich auch von oben relativ gut in die Lokomotive reingucken. Die Lüftungsstütze auf dem Dach öffnen sich nämlich immer dann, wenn bei der Lokomotive eine erhöhte Leistungszunahme festgestellt wird und entsprechende Frischluft von der Lokomotive benötigt wird. Diese Klappen öffnen sich auch automatisch. Das muss nicht extra vom Triebfahrzeugführer respektive Lokführer durchgeführt werden. So intelligent, sag ich mal, waren die Lokomotiven damals schon. Ja, und gefertigt wurden die Exemplare der 218er-Serie, unter anderem von Krupp, von Henschel. Ich glaube, BWC hat auch ein bisschen mehr dran rumgeschraubt teilweise. Dann auf jeden Fall Siemens. Da müssten wir auch das Logo auf der Rückseite vom Führer schon sehen. Hier, du
Durch die Frontscheibe können wir es erahnen. So, 100 dürfen wir wieder fahren. Die verschiedenen Hersteller kommen daher, dass wir, wie bereits schon angemerkt, mehrere Generationen diese Lokomotive haben und da sie halt auch über einen relativ langen Zeitraum gebaut wurden. Zu Bestzeiten müssten von der 218 über 400 Stück im Bestand bei der DB gewesen sein. Die 218 sind auch hauptsächlich, ich sag mal, das Produkt der westdeutschen Eisenbahngeschichte. Wobei sie auch Einsätze in Ostdeutschland nach der Vereinigung gefahren sind. So, ich glaube, jetzt kommen wir hier auch in den wohl landschaftstechnisch schönsten Abschnitt der Strecke hinein. Und hier werden wir auch wohl oder übel die meiste Lokomotivleistung benötigen. Ja, gerade für solche Dienste, da eignen sich eben die 218er in Doppeltraktion. Wir können auch sehr, sehr schön feststellen bei unseren beiden Lokomotiven, dass wir unterschiedliche Arten der Belüftung haben. Hier oben haben wir nämlich diese normalen Gitter auf dem Dach. Diese Lufteinlässe. Und bei der anderen Lokomotive ist es ein wunderschöner Lüfter, der sich oben drin befindet. Des Weiteren erkennen wir auch bei beiden Lokomotiven die Dachmutzen. Und bei der letzten Lokomotivversion der 218er wurden sogar auf dem Dach nochmal zwei extra Hutzen da am vorderen Teil der Lokomotive angebracht für einen Hilfsmotor. Aber das sind wirklich wenige Lokomotiven, die quasi vier Hutzen auf dem Dach besitzen. Die sind auch kleiner dann, diese extra Hutzen nochmal. Aber die vom Hauptmotor, die sind relativ groß geblieben. Extremer Vorteil der Lokomotive war außerdem noch, dass die Lokomotiven wendezugsteuerungsfähig waren. Sprich, wir hatten eine sogenannte ZWS in den Lokomotiven integriert, eine zeitmultiplexe Wendezugsteuerung, welche es eben ermöglichte, dass die Lokomotiven sowohl von Steuerwagen aus ferngesteuert werden konnten oder aber auch in Doppeltraktion gefahren werden. Einige Lokomotiven der ersteren Serien in der V160-Familie hatten dieses Feature nicht und das waren auch die Lokomotiven, welche dann von der DB schnellstmöglichst ausgemustert wurden. Weil diese Lokomotiven konnten halt wirklich nur im Güterzugdienst dann eingesetzt werden und das auch nur vor leichten Güterzügen, weil mehr Leistung konnte man eben nicht rausholen, weil die Lokomotiven eben nicht hintereinander gespannt werden konnten. Gerade die Wendezugsteuerungsfähigkeit der Lokomotiven hat sie relativ interessant gemacht für alle privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, die diese Lokomotiven erworben haben. Denn auch da werden die Lokomotiven größtenteils in Doppeltraktion eingesetzt. Der Führerstand der V160-Familie hat sich auch größtenteils im einheitlichen Design präsentiert. Es gibt immer mal ganz kleinere Veränderungen, Unterschiede in den Bremsventilen, was das Führerbremsventil angeht, was den Fahrstufenschalter angeht, was diese Abdeckung hier angeht. Also da gibt es einige Sachen, die sich immer so ein bisschen ausgetauscht haben oder die von der DB ausgetauscht wurden, aber grundsätzlich sind die Lokomotiven auch im Führerstand gleich geblieben. Ihr Bruderfahrplan ist mit reingekommen,
dann waren, glaube ich, bei den... Ah, waren das die 215er? Ich glaube, in den 215ern hatten wir nicht die Möglichkeit, auf beiden Seiten im Motorraum durchzugehen. Ich glaube, es wurde dann in der 216er eingeführt, dass quasi der Motorraum von beiden Seiten begehbar war, was auch die Wartungsfreundlichkeit erhöhte. Einsatz bei der Privatbahn würde mir zum Beispiel jetzt spontan die Graz-Köflacher Bahn einfallen, die GKB, respektive Heros. Die hatten zum Beispiel eine 218er oder haben vielleicht auch noch, das kann ich dir jetzt nicht ganz genau beantworten, im Betrieb gehabt. Dann die Bahnbaugruppe selbstverständlich. DB Cargo wird sicherlich auch noch ein paar Lokomotiven haben. Gerade als Reserve eignen sich diese Lokomotiven ja dann doch ganz gut. Und so ganz möchte die DB scheinbar auch nicht auf diese Lokomotiven verzichten. Jedenfalls nicht auf die Lokomotiven der Baureihe 218 in der vierten Baugeneration. Denn auch da hat man schon vor einigen Jahren gesehen, dass speziell die vierte Generation der 218er noch entsprechende Hauptuntersuchungen bekommen hat, während hingegen die Vorläuferversionen immer und immer mehr halt durch die Jahre geschliffen wurden und dann, wenn die jeweiligen Hauptuntersuchungen anstanden, eben aufs Abstellgleis gewandert sind oder halt zum Schrott. Wobei, wie ich finde, die 218er eigentlich allesamt von der Leistungsfähigkeit her wirklich genial sind. Probleme gab es dann auch wieder, was die Abgasnormen anging. Und ich denke, auch das wird halt speziell bei den 218ern für einige weitere Eliminierungen gesorgt haben. Ja, bis der Motor hochläuft, da dauert auch manchmal ein ganzes Stückchen. Aber das ist normal. Das ist völlig normal. Ja, jetzt merkt man, wie die Lok zieht. Die 110 interessieren uns insofern nicht. Muss weder quittiert werden, noch abgebremst. Was ich mir persönlich noch wünschen würde für den Train Simulator, wäre die Blümchenwiese. 218, speziell die 218-416. Weil die könnte man auch wirklich echt cool mit dem DB-Touristikzug von Virtual Railroads koppeln, da wir den ja schon mit der 103 ja vor kurzem erst auf der Strecke München-Augsburg gefahren sind. Genau. So, jetzt müssen wir abbremsen. Und hier ganz wichtig, nicht nur auf 70 runterbremsen, nein, wir haben eine 1000 Hertz Beeinflussung und in der unteren Zugart zwingt uns das leider runter auf 55 Stundenkilometer. Echt schade, aber ja, das ist das Übel der unteren Zugart. Jetzt braucht es wirklich relativ viel Leistung wieder, um die Lokomotive hier einigermaßen bei Geschwindigkeit zu halten. Wir dürfen aber auch nicht drüber steigen, sonst hagelt es eine Zwangse. Schön unter den 55 bleiben, dann können wir uns hier auch wieder befreien, weil wir wissen, hier darf 70 gefahren werden. Auch für uns. Aber sowas ist halt immer ein bisschen tricky, gerade wenn man nicht richtig aufpasst. Dann bremst man gerne mal nur auf die wirkliche Zielgeschwindigkeit runter, nicht auf den angestrebten Überwachungswert von der PZB, die 55, und dann hagelt es eine Zwangsbremsung.
Ich würde sogar behaupten, das ist der häufigste Fehler, der da von Triebfahrzeugführern unwissentlich oder halt ja, aus Unachtsamkeit zustande kommt. Okay, unser erster Tunnel für heute. Nochmal schön auf die Hupe drücken. Leistung runter. Und dann nutzt man an der Stelle mal die Motorbremse. Sieht man hier unten wieder schön. Leistung steigt an. Hängt eben damit zusammen, dass die Motorbremse die erhöhten Drehzahlen benötigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die 218er hier auf dem Bremsprinzip des Öldrucks basiert. Also dass wir eine dynamische Bremse haben, die damit arbeitet. Weil gerade in der Bautechnik, was das Maschineninnere angeht, da gibt es so viele Unterscheidungen, so viele Veränderungen auch in der V160-Familie. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der nächste Tunnel. Gar keine Militärpolizei hinten drinne. Ganze Zug leer. Ja, die haben da wahrscheinlich keine extra Menschen eingesetzt. Das wäre dann auch ein bisschen viel verlangt. Na, die Bremsanzeigen wollen wir wieder nicht, habe ich so das Gefühl. Hier oben bei der Hauptluftleitung sehen wir eine Veränderung, okay. Zumindest die ist da. Ja, der Hauptluftleitungsdruck, der verändert sich, aber hier unten bei den Bremszylindern wird, glaube ich, irgendwie überhaupt nichts angezeigt. Ja, da ist keine Veränderung festzustellen. Und ja, die Bremse hier, die wirkt. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt sind wir hier nämlich ganz kurz in die Schnellbremsstellung gekommen. Aber auch da, also es zeigt keine Veränderung an, leider. Na gut. Ja, den Zug lassen wir einfach rollen. Das ist kein Problem, der wird von alleine schneller. Wir legen auch voll wieder die Motorbremse ein. Der Krähenlochtunnel. Der Bahnhof Nussbach. Strukturwandel. Na, gemütlich mit den 70 hier den Berg hinab. Solange man da die E-Bremse eingelegt hat, funktioniert das scheinbar alles wunderbar. Der Zug beschleunigt nur ganz langsam.
Alles läuft nach Plan. Den Kollegen noch schnell begrüßt. Der zischt in 189 an uns vorbei. Auch eine wunderbare Lokomotive. Wurde ja lange Zeit von DB Cargo auch im grenzüberschreitenden Verkehr nach Polen eingesetzt. Da die ES-64F4 eben auch ihre Stärken ausspielen kann. Besonders interessant auch da an der Stelle, dass wenn man den Grenzwechsel vollzogen hat, den Strom auch nochmal gesenkt hat, Hauptschalter zuvor abgeschaltet hat, dass man da wirklich nur den Strom nochmal auf Taster betätigen muss und dass dann der Hauptschalter nach erfolgtem Systemwechsel von selbst wieder eingelegt wird. Das ist hier übrigens im Simulator nicht mit umgesetzt worden, bei keiner Lokomotive von egal welchem Hersteller, aber das ist auch eine Sache, wo ich sage, das geht wirklich einen ganzen Happen zu tief in das Verständnis der richtigen Eisenbahn rein. Das sind wirklich Feinheiten, die muss man in einem Simulator nicht mit umsetzen. Beziehungsweise einem Simulator, der eigentlich als Spiel gedacht ist. Denn der Train Simulator ist und bleibt, das wird man nicht anders formulieren können, ein Simulator auf spielerischer Basis. Er ist nicht dazu gedacht, um irgendwelche hochrealistischen Vorgänge nachzusimulieren. Er ist wirklich ein spielerisches Mittel, mit dem wir ja, im Rahmen der Möglichkeiten den Realitätsbetrieb nachbilden dürfen. Ja, und genau das ist auch meine Meinung zu diesem Simulator. Und nach diesem Prinzip werden wir auch ja, gemeinsam in den Videos fahren. Speziell wenn die Lokomotiven in Doppeltraktion gefahren werden, hat man eigentlich in Realität auch hier nochmal ein spezielles oder mehrere Kabel zwischen den Lokomotiven eingesteckt. Dafür sind nämlich diese ja, Steckdosen da, die man hier vorne dran an der Lokomotive sehen kann. Da und da. Das sind halt Datenübertragungskabel, wo dann zum Beispiel Informationen übergeben werden, wie Zugzielanzeige als Beispiel. Ja, was noch eigentlich? Zugsammelschiene, Zugheizung, alles sowas fließt da drüber. Ein Vorteil ist dann zum Beispiel auch gewesen, dass bei den Lokomotiven, die mit Dampfheizung ausgestattet waren, wenn diese in Doppeltraktion gefahren sind, haben sich nämlich beide Lokomotiven die Leistung teilen können für die Dampfheizung und dann war es auch grundsätzlich Pflicht, dass man halt dieses Übertragungskabel gesteckt hat, damit eben die entsprechenden Aggregate, die eben für diese Heizung zuständig waren, sich die Leistung teilen können und synchron funktionieren. Damit die nämlich dieselbe Taktung haben. Nicht, dass das eine System bei, ich sag mal, 80% arbeitet und das andere bei 20%. Das wäre ja auch relativ ineffizient. Ne, aber die 218er, die sind schon wirklich schöne Lokomotiven. In die V160-Familie zähle ich persönlich da die Loks der. Wir fangen mal oben an, Baureihe 225 rein. Die 218er, 217er, 216er, 215er. Die Vorserienlokomotiven der Baureihe V160 selbst, die umnummerierten in 250 und der große Papa oder die große Mutti V320, der Prototyp schlechthin. Zwei Motoren, grundsätzlich oder einfach gesagt doppelte Leistung,
aber mit dem Fahrzeug soll es hin und wieder Probleme gegeben haben, weshalb eben der Serienbetrieb mit dieser Lokomotive wahrscheinlich dann nicht angestrebt wurde. So, wir haben 1000 Hertz Beeinflussung, das heißt für uns wieder runterbremsen. Na komm. Komm. Das ist gar nicht gut. Die Lokomotive bremst nicht. Jetzt macht's es. Keine Ahnung, wieso die Bremsen nicht angelegt hat. Ich war schon hier in Schnellbremsstellung, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Die Zwangsbremsung ist auch an der Stelle vollkommen gerechtfertigt. Ich habe hier Lokbremse reingehauen, Führerbremsventil auf Anschlag und auch die dynamische Bremse auf Anschlag, aber da ging nichts mehr. Die Lokomotive ist einfach schneller geworden und keine Ahnung. Sollte sie eigentlich nicht tun, ne? So, dann fahren wir erstmal mit VMAX 40 fort. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich erstmal der Fahrdienstleitung Bescheid sagen können, dass wir hier ein paar Minütchen stehen, bis eben die Luftbehälter wieder voll sind. Aber hier im Simulator geht das relativ schnell. In der Realität rufen die dann auch eigentlich von selbst an. Gerade bei einem Güterzug, wenn du den in Bremsart G fährst, dann hast du eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein klingelndes Telefon im Führerstand. Dann meldet sich die Fahrdienstleitung, was du denn da gerade machst. Hinter dir drängeln andere Züge. So, ich glaube, wir kommen hier gleich in einen der nächsten größeren Bahnhöfe hinein. Dort müssten wir auch das Lokomotivdenkmal auf der rechten Seite sehen. Eine wunderschöne Dampflokomotive. So, die 55 hat sich wieder eingependelt. Können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Die Weiterfahrt mit 60. Genau, hier drüben ist sie. Unsere Baureihe 50 von der Deutschen Bundesbahn. Großen Windleitbleche auch noch draußen dran. Genau, und damit sind wir im Bahnhof von Triberg an der Schwarzwaldbahn. So, mit dem Triebwerk dürfen wir auch wieder Leistung aufschalten. Bremsen sind gelöst. Und VMAX 60 oder 70, ne? Genau, VMAX 70 wird angestrebt. Ja, da haben wir heute mal noch einen Zwangsen mit drin gehabt. Muss es auch mal geben. Muss es auch mal geben. Wie gesagt, ich hatte jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie noch was zu machen. Alle Bremsen waren angezogen. Motor war auf 0 runter gedreht. Wobei, wir hätten vielleicht noch hier schneller ausdrücken können, ne? Oder Not aus. Aber dann setzt sich, glaube ich, auch nur der Fahrstufenschalter auf 0 zurück. Und an der Stelle machen wir es jetzt hier im weiteren Fahrtverlauf so, dass wir die elektrische Bremse nicht entkuppeln, weil ich habe so das Gefühl, immer wenn wir die entkuppeln, dann funktioniert irgendwas hier beim Führerbremsventil nicht so richtig, was den Luftdruck angeht. Mal kurz gucken, ob beide Schalter stehen auf Motorbetrieb. Hätte auch sein können, dass da einer irgendwie während der Fahrt
versehentlich umgestellt wurde oder rausgeflogen ist. Oh, hier auch die Berghänge. Es geht richtig straff steil runter. Und da rollen die Panzer über die Schwarzwaldbahn. Und langsam Fahrt erwarten. Alles klärchen, Bärchen. PZB, wachsam. Servus, Kollege. 140. Mich wundert es eigentlich, dass wir jetzt hier gar keine Feldjäger mehr sehen. Scheinbar waren die nur im Bereich zwischen Immendingen und Donaueschingen anzutreffen. Und vielleicht dann nochmal beim Abladen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, während der Fahrt sind natürlich die Leopard 2 Panzer einmal durch die Soldaten im Mannschaftswagen gesichert. Die jetzt irgendwie im Simulator nicht reingesetzt wurden, aber in echt natürlich da wären. Was ich auch noch relativ interessant finde, die Feldjägereinheit hat als Logo oder ich sag mal Label den lateinischen Aufsticker oder wie nennt man das? Also Label ist eigentlich der falsche Begriff. Das Wappen auch nicht. Ich würde mal sagen Abzeichen. Die haben quasi in ihrem Abzeichen den Spruch jedem das Seine, und zwar auf Lateinisch. Wie ich persönlich finde, in Anbetracht halt der Vergangenheit irgendwo ein bisschen kritisch. Aber ich sehe das Ganze auch so, dieser Spruch hat halt aus meiner Sicht 100% Wahrheit. Weil ich finde, jedem Menschen wird das zu eigen, wie er sich verhält, wie er mit anderen Menschen umgeht und so weiter. Also im Spruch selbst, finde ich, steckt viel Wahrheit drin. Er wurde lediglich in der Vergangenheit missbraucht. Weshalb ich es ein bisschen kritisch finde, das Ganze auf einen Wappen der aktuellen Militärpolizei aufzudrucken. Aber dabei hat man sich sicherlich Gedanken gemacht. Und ich denke mal, man wird da ähnlich mit Gedanken rangegangen sein wie ich. Dass halt der Spruch an sich Wahrheit hat. Und man hat ja auch nicht den Spruch als die deutschen Buchstaben da aufgedruckt, sondern es steht halt in Lateinisch auf diesem Abzeichen drauf. Mit zwei Worten war das irgendwie, ich habe mir jetzt den genauen lateinischen Präfix da nicht gemerkt. Aber jedenfalls geht aus diesen beiden Worten hervor, jedem das Seine. Wie gesagt, an sich finde ich den Spruch richtig. Er wurde in der Vergangenheit missbraucht, ganz klar. Und ja, so viel dazu. Spertle-Tunnel. So, wir können wieder 70 fahren. Na, bestimmt gleich nicht mehr, ne? Wenn ich das Vorsignal dort drüben sehe, frage ich mich gerade so ein bisschen, ob wir hier drüben eine Vorsignaltafel haben, eine einzelne. Mal ein bisschen Ausschau halten. Bisher sehe ich da nichts. Nö, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich finde auch ehrlich gesagt das Einsatzgebiet von den Feldjägern bei der Bundeswehr echt interessant.
Weil die haben einerseits die Rechte einer normalen Polizei, bezogen auf die Bundeswehr und deren Angehörige und Unterstellte. Und andererseits haben sie halt relativ, ich würde mal sagen, operative Einsatzgebiete oder operative Fähigkeiten, was den Auslandseinsatz angeht. Wo sie halt wirklich in Einheiten mitarbeiten und aktiv, ja, bei der Einsatzbewältigung mithelfen. Darüber könnte man sicherlich auch eine extrem interessante Fernsehsendung drehen. Naja, wer weiß. Vielleicht lässt sich irgendein TV-Moderator oder TV-Redakteur da mal was einfallen. Das wäre sicherlich cool. Wenn es sowas nicht vielleicht sogar schon gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke kein Fernsehen mehr. So, hier kommt eine Baustelle. Oh, das ist richtig schön ausgestaltet, das Szenario, ne? Das muss man einfach mal dazu sagen. Na, Peter. Nicht, dass du mir hier vom Güterwagen runterhopst. Ach cool, die tauschen hier gerade die Isolatoren aus. An den Masten oben. Und überhaupt die Aufhängung. Och, schön. Richtig geil gemacht. 361 hier nochmal. An die 365 ist es in dem Fall. Das ist wirklich cool gemacht. Ich muss die Bremse wieder lösen. Ich wollte ein bisschen langsamer fahren eigentlich bei den Bauarbeitern. Das war dann aber doch ein ganzes Stückchen zu langsam. Hier ist VR0 und genau. Langsamfahrt erwarten auf unserer Seite. Also VR0 fürs eigentliche Richtungsgleis. Das Hausach sind noch ungefähr 15 Kilometer. Ja, da sind wir dann wahrscheinlich wieder hauptsächlich im Regelgleis unterwegs. Das wird jetzt hier wirklich nur für die Baustelle sein, dass wir kurz auf 40 runterbremsen. Dann geht's, ich denke mal, am nächsten Bahnhof durch eine Weichenverbindung oder an einer Überleitstelle. Na, hier unten sieht man es wieder. Motordrehzahl geht hoch, weil elektrisch-dynamische Bremse wird hiermit genutzt. So, die 55 blinkt. Demnach dürfen wir die Geschwindigkeit nicht überschreiten. Ganz kurz mal in den Pausemodus gegangen. Und hier die wunderschöne Überfahrt. Bildern festgehalten. Oh, der Bach da unten richtig geil konstruiert. Oder was heißt konstruiert? Zusammengestellt. Ach, hier war dahin dann freie Fahrt. Okay, das ist außergewöhnlich. Was schalten die uns dort oben langsam Fahrt und dann hier freie Fahrt. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber na gut. Dann eben nicht. Wenn der Herr Fahrdienstleiter diese Anweisung gibt, dann halten wir uns dran. Gegengleisfahrtanzeige ist auch aktiv. So muss es sein. Und dann rollen wir hier mit 70 weiter. Doch noch kein Bahnhof. Und auch keine Überleitstelle. Aber hier stehen nochmal die... Na doch.
Ah, das ist ein Signalisierungsfehler wahrscheinlich. Ja, ganz fiese Sache. Ganz fiese Sache. Das Signalbild war gerade falsch. Die hätten uns nicht freie Fahrt erteilen dürfen. Hier hätte weiterhin Langsamfahrt hätte leuchten müssen. Ah, Signalisierungsfehler. Okay. So, dann können wir hier auch jetzt beschleunigen. Und bei 70 ist auch hier wieder Schluss. Ja, der Schwarzwald bietet hier wirklich eine unglaublich schöne Kulisse für diesen echt krassen Zug. Weil Militärzüge und Militärgut fahren wir auch nicht jeden Tag. Erst recht nicht die Leopard 2 Panzer. Wirklich mal ein ganzes Panzerbataillon auf dem Zug drauf. Wobei, es muss nicht sein, dass es das komplette Panzerbataillon ist, weil ich glaube, dass das Panzerbataillon 294 wurde zweigeteilt. Einmal auf den Zug, der nach uns kommt, und auf unseren. Ist auch gut möglich, dass es zwei sind. VR0. Das steht in dem Moment nicht für Virtual Railroads. Nein, das steht für das Signalbild vor uns. Halt erwarten. B zu B Wochsum. Die Lokomotive quiekt. Ich innerlich auch, weil wir schon wieder abbremsen müssen. Und die Zielgeschwindigkeit wurde auch schon fast erreicht. Jedenfalls für den 500er. Denn bei dem müssen wir dann ratzbatz auf VMAX 25 sein. Deswegen lasse ich jetzt hier auch wirklich die Bremsstellung so drin. Denn dort vorne kommt er bereits. Da ist er. Demnach versteckt sich dahinter auch gleich das Hauptsignal. Na, da brauchen wir jetzt ein bisschen schnell trotzdem mit runterbremsen. Aber sicher ist sicher. Jetzt langsam möchte ich mir da nicht einfangen. Jetzt geht auch komischerweise hier die Bremsanzeige wieder. Also irgendwie gab es da vorhin scheinbar einen richtigen Fehler. Schön, das quietscht. Genau, und da steht unser Zug. Ja, ich denke mal, da kommt ein Gegenzug. Sicherlich aus dem Bahnhof von Hausach raus. Und wir sehen jetzt auch wieder... Ach nee, die Dachluken sind noch geöffnet. Okay. Ich dachte jetzt, die hätten sich schon geschlossen. Wir machen es mal folgendermaßen. Lokbremsen anziehen. Zugbremsen lösen. Das reicht doch nicht. Na.
Wieso lassen sich jetzt die E-Bremse nicht entkoppeln? Na gut, es ist auch egal. Wir haben hier anzuhalten. So, ich möchte mal ganz kurz in die Übersicht reinschauen, weil ein bisschen komisch kommt mir das jetzt hier schon vor. Ich glaube nicht so recht daran, dass hier irgendwas im Wege steht. Tut's nämlich auch nicht. Ein Gegenzug kommt, ja, das stimmt. Und deswegen rufen wir mal im Stellwerk an und die sagen, Genehmigung erteilt. Es darf weitergefahren werden. Wir haben das Vorsignal. Nicht das Vorsignal. Das Vorsichtssignal leuchten. Ach man, die Lüfterblätter hier oben, die schließen sich nicht so schnell. PCB, Befehl 40 ist gedrückt. Befehl 40 leuchtet. Geht wieder aus. Und dann fahren wir mit VMAX 40 weiter. Gleich wird auch der andere Gegenzug kommen. Und wenn wir hier mit dem Zug an unserem Signal vorbei sind, nehmen wir gleich die normale Geschwindigkeit einfach wieder auf. Bahnhof Hornberg. Ja, in Hornberg gibt es Probleme mit den Signalen. Aber ich merke schon, Signalstörungen scheinen hier irgendwie heute an der Tagesordnung zu sein. Weiß auch nicht, was die haben. 80 dann ab hier. Und an die halten wir uns auch. Genau. Ein grünes Lämpchen für uns. Da freuen wir uns doch. Naja, ist es auch nicht so schlimm, wenn wir nicht zeigen können, wie sich diese Lüftungsschlitze oben geschlossen haben. Die waren zumindest am Anfang zu. Das kannst du relativ einfach nachvollziehen, indem du einfach mal ganz kurz zurückspulst. Aber jetzt hier nochmal richtig cool gemacht. Die Überfahrt unseres Panzerzuges über diesen wunderschönen großen Viadukt. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Da haben wir wirklich noch Glück, dass wir den Zug in Bremsstellung P fahren dürfen. Weil in Bremsstellung G wäre das im Weiten, aber wirklich im Weiten schwieriger gewesen. Extrem langsam anziehende Bremsen. Auch langsam lösend. Die Güterzugbremsen, ja, die fahren sich wirklich am schwierigsten. Lösezeiten von teilweise über 30 Sekunden. Je nachdem halt auch abhängig, in welche Bremsstufe man schaltet. Aber das ist da wirklich sehr sporadisch. Jedenfalls, als kleines Resümee, die Baureihe 218 habe ich als sehr zuverlässige
Baureihenfamilie kennengelernt. Sehr leistungsfähig, macht viel Spaß mit den Lokomotiven zu fahren. Der Sound, einfach nur geil. Es gibt unterschiedliche Motorbauarten und danach unterscheidet sich auch der entsprechend abgegebene Sound. Es gibt auch eine Lokomotive mit Gasturbine. Die war allerdings... war die unter der 218er Serie eingereiht? Auf jeden Fall in der V160 Familie. Machen wir es einfach kompakt. In der V160er Familie gab es eine Lokomotive mit Turbine. Mit Gasturbine. Das hört man auch bei der im Sound. Die hat eine andere Soundkulisse. Ja. Ansonsten mehr System oder mehr traktionsfähig. Wendezugsteuerung haben wir auch. Geeignet für schwere Güterzüge. Sehen wir hier. Übrigens dieses komische Knarzen, das war vom Stuhl. Ich habe jetzt nicht gefurzt oder irgend sowas. Das mache ich grundsätzlich erst nach dem Video. Auch wenn ihr irgend so ein komisches Knarzen hört, das ist in der Regel hier vom Tisch, wenn ich mit den Ellenbogen mich drauf abstütze. Das kommt nicht aus meiner... weiß schon, welchen Region. So, bei 70... kann man die Bremse wieder lösen. Und es darf 90 gefahren werden. Dann lassen wir sie doch einfach rollen. Der Umwelt zuliebe. Wie schnell der Zug beschleunigt ohne Bremskraft, ne? Da kann man sich mal so ausmalen, was passieren würde, wenn eben die Bremsen versagen. Was zum Glück noch den Sicherheitsnormen, die wir eben bei der Bahn einzuhalten haben, so ohne weiteres nicht möglich ist. Da gibt es ja am Anfang Bremsprobe, wie wir auch durchgeführt haben. Dann haben wir natürlich auch noch die Handbremsen an der Lokomotive als Beispiel, die Motorbremse und so weiter. Also da gibt es genug Sicherheitsmechanismen, die eben dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Dass ein Zug ungebremst irgendwo entlang rollt. Das ist auch der Grund, wieso zum Beispiel ungebremste Fahrzeuge niemals zuletzt im Zugverband hängen dürfen. Wenn nämlich eine Zugtrennung an dieser Stelle erfolgt, dann würde das letzte Fahrzeug ungebremst weiterrollen. Und um das zu vermeiden, werden diese Fahrzeuge mindestens an vorletzte Stelle gesetzt. Hinten im Zug muss immer ein gebremstes Fahrzeug sein. So, die 40er-Ankündigung. Oh, das war ein bisschen ruckartig. Und eigentlich auch so nicht gewollt. Jedenfalls nicht so heftig. Wir drücken PZB wachsam. Der 1000-Hertz-Leuchtmelder leuchtet auf. Die 55, die blinkt. Und wir bremsen runter auf 40. Dann nochmal auslösen. Und dann räumen wir in Hausach ein. Ich bin jetzt gespannt, ob hier ein Kollege übernimmt und ob wir vor allen Dingen auch die Feldjäger nochmal antreffen. Oder ob das Szenario, ich sag mal, endet wie ein gewöhnliches Szenario. Ich hoffe sehr, dass wir die Feldjäger nochmal sehen. Aber das finde ich echt cool an dem Szenario. Wirklich. In die Linkskurve rein. Und
ja, es ist ein Gleiswogen, ich weiß. Erste Weichenverbindung. Ja, dann schicken sie uns auf jeden Fall auf ein Güterabstellgleis. Es geht nicht in den Personenbahnhof rein. So, dann bremsen wir auch gleich mal noch ein Stückchen weiter runter. Wir haben schließlich gleich am 500er die 25, die wir dann nur noch fahren dürfen. Wobei auch da wieder eine kleine Bremskurve runterläuft. Aber in der unteren Zugart muss man da halt relativ fix bei 25 sein, ne? Insofern es überhaupt einen 500er gibt. Und ja, es gibt ihn. Siehe hier. Uiuiui, da hat die Lokomotive auch nochmal, oder beziehungsweise die Hangabtriebskraft, den Zug ganz schön beschleunigt. Ich möchte direkt mit weniger als 25 hier einfahren. Auch wenn wir leicht drüber sein könnten. So, jetzt sind wir safe. Okay, wenn dir dieses außergewöhnliche Szenario gefallen hat, auch dieser, ja, kleiner Ausnahmezustand mit den Feldjägern und dem Panzerbataillon 294. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben spendierst. Mir hat es auf jeden Fall riesige Freude bereitet. Wir stellen jetzt hier noch gemütlich den Zug ab und schauen dann mal, wie es weitergeht. Gegebenenfalls dürfen wir vielleicht sogar noch die Lokomotiven abkuppeln und in eine Abstellung reinfahren. Wobei ich das hier auch an dieser Stelle bezweifle. Hinten drauf waren die Panzer vom Typ Leopard 2. Schwerlastwagen hatten wir heute am Haken. Gemeinsam mit dem Mannschaftswagen von den Feldjägern und den Soldaten der deutschen Bundeswehr. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Es hat mir eine riesige Freude bereitet, dieses Video gemeinsam mit dir fahren zu dürfen. Oder diese Fahrt. Die 218er von den Virtual Railroads. Die Strecke gibt's von Trainsim Germany, erhält dich bei 3D-Zug. Und ja, die Aufgabe wurde abgeschossen, gut gemacht. Sie haben die schwere Fracht erfolgreich über den Berg gebracht. Ein Kollege übernimmt hier die Weiterfahrt nach Oberfranken. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken nicht vergessen. Und einen kurzen Kommentar lese ich natürlich auch gerne. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.